Hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda The Minish Cap. Nachdem wir im letzten Part durch das Tal der Königsfamilie gestiefelt sind, also das schöne dunkle Gebiet hier oben, sind wir jetzt hier im Haus von Boris angekommen. Na, du alter Buckelmann, wie geht's? Ich bin Boris, der Totengräber. Was? Der Geist eines Königs rief dich? Das muss der König von Hyrule aus der fernen Vergangenheit gewesen sein. Ich bin ihm auch schon im Traum begegnet. Da er dich gerufen hat, muss ich dich wohl einlassen. Hier hast du den Schlüssel zum Friedhof. Öffne das Tor zum Friedhof. Danke. Au. Diese Krähe, sie hat den Schlüssel zum Friedhof geklaut. Renn hinterher und hol den Schlüssel zurück. Wie bist du hier rausgekommen? Und warum schlägt mich über ein Geist ab? Mach mal! Ja, Geist. Die Krähe hat den Schlüssel geklaut. Wenn du zu langsam bist, wird sie dir entwischen. Du musst schnell sein, um den Schlüssel wieder zu bekommen. Wie? Wie ist sogar schon passiert? Zieh den Fall zurück. Du mal Geist. Ich bin doch gerade reingekommen. Nee, hau ab hier. Wo ist denn die Krähe jetzt da? Hä? Ich bin schon im Eingangsbereich. Hä? Wo ist die Krähe hin? Nee, der Geist verschwindet. Oben. Eingeht. Links. Okay. Leia, ich hab dich schon erwartet, du Geist. Die vorher war auch nochmal links. Da warst du auch schon mal oben, ne? Hier beim Anfang. Genau. Dann war's rechts. Genau. Und das Schild habe ich erst zerstört und habe den letzten Mal gelesen nach oben. Wie auf dem vorletzten Schild. Am Anfang wäre oben, okay. Wieder, wo ist die Krähe? Was auch wo die Krähe ist. Ah. Soll ich jetzt gegen den Baum rasen oder was? Warte mal, kann ich das einfach so mit. Ah, okay. Schlüssel zum Friedhof zurückgehalten. Sehr schön. Du hast die Schlüssel also zurück? Du bist zu verträumt, Louis. Nun ja, jetzt können wir das Tor zum Friedhof öffnen. So, Licht. Ich mache dir das Tor auf. Sei vorsichtig. Warum ich die Schlüssel generell habe, wenn du es auch hättest machen können? Wer bist du denn? Was treibst du denn hier? Das ist ein Friedhof mit echten Gespenstern. Jawohl, aber mein kleiner Bruder lebt in der Stadt Hyrule. Er treibt ja gerne Schabernack. Wie es ihm dort wohl ergeht? Du willst Verbände vereinen? Ja, wenn ich schon mal hier bin und was haben könnte. Nack. Heißt dein Bruder Schaber? Das wäre authentisch. Das ist doch der Hund-Typi. Jetzt weiß ich es. So wird das Spiel noch spannender. Haha, ich bin schon so gespannt. Ich will gleich damit anfangen. Okay. Wenn wir schon mal kurz mit dir quatschen müssen. Ach ja. Kann ich hier graben?
sind Bilderschienen. Ah, dafür ist die Schalter. Okay, alles klar. Und du siehst so einsam alleine aus. Ah, okay. Na gut, warte mal, das können wir noch eigentlich ganz einfach hinkriegen. Wir machen so, so und so. Geht kurz runter, spielt da hoch und rüber. So, erst erhalten. Easy. Okay, ich sehe zwar ungefähr, wo ich da hin muss, aber... Ach, das geht nicht. Schade. Hier, hier und da. Wo können wir die auch noch wegmachen? Ist auch noch ein bisschen gut. So. Ja gut, das ist ein Zweierweg hier, ne? Hier komme ich ja nicht durch. Und oben lang komme ich auch nicht. Ja, da komme ich durch. Obwohl ich... Ah, okay, okay, alles klar. Ich kann mich da einfach korrekt bewegen. Das macht es denn doch ein bisschen einfacher. So. Jut. Let's go. Grab der Königsfamilie. Es ist zwar das Grab des Königs von Hyrule, aber unheimlich ist es trotzdem. Wo müssen wir wohl hingehen, um König Gustav zu treffen? Ich bin gar nicht mehr so sicher, ob ich ihn wirklich treffen möchte. Dein Schlüsselbomben. Das ist schon der nächste Dungeon. Ist hier eine Dungeon-Karte fürs Ding? Nö. Es gibt keine Dungeon-Karte, also. Hier schon mal nichts. Gut. Und weitergehen. Drei Pilze, wir nehmen. Bena. Bis zum Anschlag und Yeet! Ja, 1, 2 oder 3. Ah, okay. Ah, okay, die normale Tür ist ein bisschen runder vom Schlüsselloch her. Okay. Dafür brauchen wir noch zwei Schlüssel. Sehen, was ich schon erwartet. Ach, Schalter, okay. Scheiße. Da war ich ein Stück zu schnell. Auch vielleicht ist es von der Seite aus besser arbeiten. Aber ich finde es schön, wenn der Geist den Schlüssel einsammelt, habe ich ihn trotzdem. Schlüsselstein. So, Schlüssel haben wir. Andere Seite.
Okay, das ist definitiv einfacher. Das hier ist definitiv einfacher. Ich hätte was anders rein müssen. Ich hätte einfach stehen bleiben müssen, das war das. Ach. Kannst du dich einfach wegschieben hier und drehst dich im Kreis alleine rum? Kann ich nicht einfach verschieben hier an der Steine? Aber jetzt einfach ein bisschen geduldig sein. Geduld ist eine Tugend, die man lernen muss. Und mir schon oft genug gesagt. So, Schlüssel, Schlüssel. Jetzt Wasser. Und Schlangen. Warum muss es ausgerechnet Schlangen sein? Noch mehr Wasser. Soll ich hier das Feuer anzünden oder was? Gustav, warum machst du das denn so eine Aufgabe hier? Aber Mummeln. Oder Gyptos, wie ihr genannt werdet. Wir machen das Licht an, nur um Gitter zu spawnen, damit das wir ausgeht und weiterkommen können. Was ist das für ein Kram hier? Okay, ich glaube, ich habe Gustav entdeckt. Beziehungsweise den Ort, wo Gustav hier ruht. Weil wenn das das Tal der Königsfamilie ist, ne? Wir müssten ja auch später der aktuelle König von Hyrule und Zelda hier früher später begraben werden. So rein vom logischen her, ne? Wenn die Gruft zu den Toten echt so mit echt Rätseln bestückt ist. Was heißt Rätsel? Das ist einfach nur ein paar Schalterplattformen, aber trotzdem. Oh ja, gut. Kind. Kind, das du versuchst, meine Erben Zelda zu retten. Sei willkommen. Mein Name ist Gustav, der König von Hyrule aus ferner Vergangenheit. Ich überreiche dir dieses Fragment. Gehe zur großen Quelle von Hyrule. Dann wird sich ein Weg öffnen. Zeldas Schicksal. Ja, das Schicksal von ganz Hyrule liegt in deinen Händen, Kind. Glücksfragmente erhalten. Die Fragmente sollen Glück bringen. Ja. Aber hättest du mir das nicht einfach schon dargeben können, als du mich am Dungeon gesucht hast? Das wäre ein bisschen leichter gewesen. Ich suche es gerade bei den Kabel für Loch fürs Kabel, damit ich dann hin das laden kann. Weil es war fast leer. Nanu, der König von Hyrule hat aus der Vergangenheit zu uns gesprochen. Die Quelle von Hyrule also. Wo mag sie sein? Wir haben jetzt den ganzen Weg hierher gemacht, nur damit er uns das Fragment geben kann, was er uns hätte auch woanders geben können. Oder da geben können, wo wir... Ja, ich verstehe die Logik dahinter nicht. Ich meine, hier ist die Quelle, ja, das weiß ich, aber... Ihr hättet es doch hier geben können. Warum müssen wir den ganzen Weg ein bisschen herdackeln? Also manchmal sind so Fragen über Fragen, die ich nicht verstehe. So, aber wir werden erstmal zur Stadt Hyrule zurückdackeln. Weil ich möchte wissen, was das Ruhe-Minispiel jetzt... Neues beinhaltet. Oh, kann ich Bäcker einkaufen? Schnupper. Das riecht aber lecker. Kann man hier einmal etwas probieren? Fahrt aber nach. Guten Tag. Bring zur Kasse, was du kaufen möchtest.
Das Sandwich sieht gut aus. Herzlich willkommen in der Bäckerei Krümel und Conti da. Ein Tortenstück. Kostet 6 Rubine. Oh, ja. Gut. Im Inneren war ein Glücksfragment verborgen. Ja, die Glücksbäckerei. Gut. Race mich eigentlich hier rein. Oh, ein Kunde. Warum ich ein Glücksspielsalon habe? Weil ich mein Glücksspiel manchmal gewinnen kann. Ich kann es nicht viel, aber probier es ruhig aus. Ja, ja, ich möchte machen. Du hast da irgendwas Neues gemacht. Obwohl Level 1 schon ruinös ist, gibt es auch ein Level 2. Auf welchem Level möchtest du spielen? Fair, fies. Mach mal fies. Ach so, dann kann man dir auch nicht mehr helfen. Ja, ja. Bestimmt 3 Schatztruhen oder sowas. War's doch. Was dreifacher meines Einsatzes. Ah, die goldene Mitte. Schade. Nee, ich spiel noch mal. Naja, ich möchte noch mal spielen. Ich weiß nicht, ob es etwas Besonderes gibt, wenn ich das wieder schaffe auf dem fiesen Level. Ich könnte ja auch speichern und sagen, mit Save States, ne? Vielleicht mach ich das auch. Ich meine, der Switch Online Emulator hat ja die Möglichkeit, mit Save States zu arbeiten. Aber rechts. Weiß man, sie ist jetzt bitte. Okay. Gut, aber wenn es einfach bloß dreimal gibt. Guck mal, nächstes Mal. Wir haben zwar genug Geld, aber. Ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit mit Glücksspiel verbringen. Habe ich das eigentlich auch hin? Oh. Du hast Fragment, dann kann ich dir was geben. Ja, hier, guck mal. Parore. Das ist in den Sümpfen. Ein blauer Schmetterling. Okay. So, ich überlege, ob ich jetzt erstmal ganz kurz die Fackeln anzünde. Und ob ich mir hier kurz ein Hotelzimmer nehme. Es gibt ja auch ein Hotelzimmer, wo man ein Fragment bekommt. Und wir haben ja genug Geld, das wir jetzt mal ausruhen können. Das machen wir jetzt einfach mal. Moment. Herzlich willkommen. Ja, schließt, bist du bald wieder fit. Und das kleine Geschenk. Das sind wir für 50, für 200, für 400. Hier, wir sind die dicken Babus, wir haben vollfett Knete. Für 4 Rubine. Du zahlst davor raus. Danke für deinen Besuch. Schlaf gut. Ah, so. Morgen. Komm, willst du aufstehen? Mäh. Mäh. So. Nehmen wir es auch mal mit. So, schönes Luxuszimmer gehabt. Geil. Ich hab deinen Bruder entdeckt. Dein Bruder ist ihm glaube ich egal. Gut, den gehen wir jetzt zur Quelle, würde ich sagen. Weil viel Möglichkeiten habe ich auch nicht. Da 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 da. Erwischt. Na doch noch, komm. Bam. Aber du bist der zweite Tingel, ne? Der dritte ist unten. Ich kann zu allen Tingels für Bruder ein. Ich kann die anderen Tingel ja auch noch besuchen. Der andere Tingel war hier oben.
den da, ja. Obwohl, nee, ich kann man. Ich könnte an dich jetzt rankommen. Ich kann den ja auch noch anquatschen für die eine Aufgabe hier. Ich muss aber hier lang, ne? Was ich irgendwo, was ich hier benutzt habe? Da, ja. Das haben wir schon, okay. Ich kann auch noch Fragmente vereinen. Und vielleicht habe ich das Teil, was ich für dich brauche. Ja, was natürlich genau nicht. Ah, Mann. Ich meine, ich könnte es auch versuchen zu grinden, ne? Indem ich alles Gras abschneide, rein rausgehe und wieder neu mache. Da kriegst du deine Fragmente immer neu. Manchmal. Da hast du vielleicht das Richtige dabei. Boah. Es ist auch nicht so was Wahres. Aber er ist der letzte Tingle, der mir fehlt. Oder einer von den Tingle-Brüdern, sag ich mal. Ah, okay. Lassen wir es erstmal. So, hier war ich dran. Ah, nochmal ein Fragment. Verdammt. Ah, scheiße. Das Ding hat Fragment gehabt. Wenn ich jetzt raus und reingehe, bist du mir gespawnt? Ja. Ach, scheiße. Da war ich zu schnell. Viel zu schnell. Gut, ich hab's nicht geschafft. Blöde kleine Käfer. Oder Spinnen, was immer hier sein sollte. Nicht mehr. Aber Muscheln haben wir noch mittlerweile. Habe ich nicht so mittlerweile über 1000 Muscheln? Ich habe nur noch die Muscheln. Ich muss welche ausgeben. Wisst ihr was? Wir haben jetzt noch 7 Minuten. Wir werden jetzt die letzten 7 Minuten nur noch Statuen sammeln, diese Minifiguren. Erstens werde ich damit ein paar Dinger los und zweitens nehmen ein paar neue Figuren. Machen wir das. Es ist neulich gut fertig geworden. Ja, deswegen. Eins der Nachteile, dass es natürlich jetzt länger dauert mit den Muscheln. Wir machen das jetzt bis zum Ende der Folge. Weil ich wüsste jetzt nicht, was ich in den 7 Minuten noch groß machen sollte. Außer so was. Und den. Machen wir nebenbei Aufgaben. Ach, die schaffen wir nicht. Geil. Aber ich finde es schön, dass die als Erwachsene die Minis schon mal wissen, wie sie aussehen, ne? Ja, er stellt die Figuren ja quasi selbst. So, eine Muschel, ja. Machen wir das jetzt. Oh, schon wieder ein blaues. Brokkoli. Ja, das ist auch neu. So. Wenn ich einfach vielleicht so 10 Stück auf einmal kaufe und den 10-mal ballern, das wäre irgendwie leichter. Das dauert jetzt ganz schön Zeit, würde ich sagen. Oh, ein Yoshi-Ei. Den haben wir schon. Ah, gut, dann können wir auch unser Geld aufstocken, ne? Aber jetzt war die erste Mal, wo wir schon eine bekommen haben, die wir schon hatten, ne? 88%. Das heißt, 12% war eine alte. Okay, jetzt wird's. Jetzt wird's sicherlich. Weißt du was? Wir haben eh 999 Muscheln. Deswegen machen wir jetzt den Einsatz mal volle Pulle. Ich müsste 13 bezahlen für alle.
Wobei ich mich auch frage, wie das funktionieren kann, desto mehr ich bezahle, dass ich eine kriege, die ich hatte. Verstehe ich auch noch nicht ganz. Aber egal. Elbelau. Oh, die große, die hohe Libellenfee. Vom Tal der Königsfamilie. Die verschenkt. Ja. Den großen Pfeilköcher. Ja, den haben wir schon. So, nochmal probieren. Ja, mächtig. Hat schon immer so viel. Wieder ein blaues Ei. Eier. Er hat so viel zu tun, dass er seinen Hund vergisst. Ah ja. So, nächste bitte. So nervig, dass ich hinterher rennen muss. Oh, jetzt brauche ich schon 14 Muscheln, okay. Ist immer teurer. Ja. Oh, Moon. Dichter auf der Biele, als er, ja. Der Typ, der unten lebt, stimmt. Ja, nochmal probieren. Jetzt nicht schon fünfte Muscheln. Ah, jetzt werden die Preise langsam immens. Aber wir haben ja genug Muscheln. Gott sei Dank. Glücksschmeckerling. Er bringt demjenigen Glück, der ihn einfängt. Ein seltener Schmetterling sollte unbedingt eingefangen werden, wenn man ihn begegnet. Das heißt, ich muss in den Wald da den Schmetterling fangen? In dem Sumpf? Naja gut, dann werden wir es wohl in der nächsten Folge machen. Uns in den Sumpf begeben und die Schmetterlinge fangen. Oder den ein. Bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Todeskrapscher. Krapscherhändchen. Knapp. Wobei Samus in den 2D Zeldas, also in den Zeldern hier, in den nicht 3Ds, ist das schon. Da sitzt sie noch angenehmer als im Queen of Time oder sowas. Weil da mag ich überhaupt gar nicht. Bin ich ehrlich. Scheintür. Dass es selbst die als Figur gibt, ist interessant. Okay. Ja, ich möchte auch probieren. Ich glaube, das ist die vorletzte, die ich mache. Dann habe ich auch erstmal ein paar Muscheln ausgegeben. Das dürfte dann erstmal reichen. Haben wir so ein paar Muscheln ausgegeben und dafür Figuren geerntet. Ist auch nicht verkehrt. Glitch. Die Dinger heißen Glitch. Hätte man die nicht einfach Schnecke nennen können? Glitch. Komischer Name. Und bei 19 Muscheln sind wir jetzt schon. Gut, vielleicht mal schon 20 Muscheln. Oh, ein blaues Ei. Ah, König Gustav. Beschützt als Geist Hyrule. Was beschützt als Geist Hyrule und ist mit dem Volk des Windes befreundet. Ach ja. Woher weißt du, dass es der mit dem Volk des Windes befreundet ist? Wer hat darüber nie gesprochen? So, 20 Muscheln ist damit definitiv 100 ausgegeben. Also 100%ig. Und das letzte Ei für die aktuelle Folge ist jetzt ein Felsbrocken. Ein Steinguru. Die Dinger heißen Steinguru. Hätte man nicht sagen können. Felsbrocken. So, jetzt haben wir 149 ausgegeben. Das reicht erstmal aus, würde ich sagen. Ja, dann würde ich sagen, der Part ist hier beendet. Im nächsten Part gehen wir den erstmal kurz in den Sumpf und fangen uns den Schmetterling. Und danach geht es in den letzten Gebiet der Karte.
in das Wind-Dingsbums da oben und dann, ja, würde ich sagen, hören und sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage bis dann und ciao.